Hallo und Servus YouTube, herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung, heute der ersten mit Mods, die nicht von Giant sind, und zwar zwei Ballenpressen in Fendt-Variante und in Massey-Ferguson-Variante. Wer es nicht weiß, Massey-Ferguson und Fendt und noch ein paar andere gehören zu einem Konzern, das heißt, es gibt mehrere Produkte, wie zum Beispiel Mähdrescher, die fast baugleich sind und eben unseren verschiedenen Namen und Typenbezeichnungen von verschiedenen als verschiedene Marke verkauft wird, obwohl sie baugleich sind, wie hier diese zwei Ballenpressen, Quaderballenpressen. Der Mod oder die zwei Mods sind vom Black Sheep. Wir schauen mal in den Shop, da hat er sich auch auf den Logos verewigt mit seinem schönen Black Schaf-Logo, schwarzem Schaf-Logo. Ja, wir haben schöne Bilder, wir haben ein schönes Bild vom Massey Ferguson Logo, wir haben vom Fendt, ja okay, es geht schöner, aber egal. Bezeichnung ist top, Preis ist fast gleich, 55.000 für die Fendt, 50.000 für die Massey Ferguson Presse, 2290 heißt die von Massey Ferguson und die Fendt heißt 1290 SXD. Unterhaltskosten, Leistung, Kapazität und Arbeitsbreite sind alles identisch, 95 Euro brauchen wir am Tag, 230 PS benötigen wir mindestens, 4000 Liter Volumen haben die Ballen, die Quaderballen, und die Arbeitsbreite des Pickups ist 2,4 Meter, 2,40 Meter also. Fruchtart natürlich Gras, Heu und Stroh. Bei Gras wäre ich vorsichtig. Ja, schauen wir uns die Geräte genauer an. Die Fendt, muss ich sagen, hat eine sehr schöne Textur mit einem schönen Balken mit dem Typ, der super dargestellt ist. Die Reifen sind schön, sind nicht perfekt, aber sind schön. Leider haben wir ein paar Verpixelungen hier bei dem Grau des Pickups, während hier vorne die Front, naja, wieder besser aussieht. Generell ist es jetzt vom Modell her, von der Textur kein 5 Sterne Bewertungspunktchen, aber vielleicht so an die 3 bis 4. Unterschiedlich, wie gesagt, kann man schlecht komplett zusammenfassen. Ja, hier wie gesagt, so Typenaufkleber sind auch da vorne wieder nicht so hochauflösend. Warntafeln sind vorhanden. Das Logo von Massey Ferguson ist hier. Auch an der Seite die Bezeichnung Massey Ferguson 2290. Hier eben mit normalen grauen Felgen im Heckbereich sieht man dann auch die Ballenpresse und hinten der Auswurf ist schon ausgeklappt. Hier nochmal das Logo von MF. Und die nötigen Details, wie gesagt, so texturmäßig würde ich hier so 3 Sterne geben, modellmäßig 4 Sterne. Also so 3 bis 4 Sterne, das ist sehr schwer einzukategorisieren, muss ich sagen. Ja, Funktionen sind vorhanden, natürlich Rundumleuchten bei beiden. Blinker sind ebenso vorhanden. Und auch Bremsen, beziehungsweise Bremslicht. Wenn wir das Licht anschalten, natürlich auch das normale Rücklicht und Bremslicht, also im Prinzip wieder die normalen Sachen. Zusammengeklappt sieht das Teil so aus, klappt im Prinzip einfach nur hinten die Stütze hoch, das Pickup kann man hier heben. Und wie gesagt, das ist einwandfrei, das alles funktioniert einwandfrei. Und ich würde sagen, wir testen mal die MF-Presse hier vorne mit Strohballen. Ja, wie gesagt, so viele Funktionen hat das Teil nicht. Ich muss aber sagen, ich finde es sehr schön, dass man hier mal so ein Pack gemacht hat, wo man beide baugleichen Varianten unter verschiedenen Farbe und Marke vertreibt. Dann hat einer jemand, okay, ich bin MF-Fan, ja, der holt sich lieber die Massey Ferguson-Presse, der andere holt sich lieber die Fendt-Presse. So hat man ein bisschen Abwechslung und muss sagen, ist relativ cool. Ja, im weiteren Verlauf müssten wir jetzt hoffentlich dann auch sehen, dass die Presse relativ schnell voll wird. Das hoffe ich zumindest, weil so viel Stroh habe ich hier leider nicht, dass ich hier 5 Ballen pressen könnte. Ich bin froh, wenn es 2 Ballen werden. Da bin ich mir nicht mal sicher, ob das überhaupt klappt. Ja, das sind hier so 45%. Ja, das wird knapp mit 2 Ballen, Freunde. Sehr knapp. Obwohl, jetzt stelle ich auch fest, dass wir hier eine dünne Spur hatten. Vielleicht kriegen wir das hin. Ich möchte auf jeden Fall sehen, wie der Ballen ausgeworfen wird. Ich möchte euch auf jeden Fall das alles zeigen, möglichst genau. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich nicht die Fendt-Presse genommen habe. Es war jetzt eher 50-50 Chance, aber ich finde den Fendt,
da drüben nicht ganz so schön. Ich finde ihn so dunkel, den 936er Vario. Und dann habe ich mir lieber diesen MF genommen. Ja, der erste Ballen ist schon raus. Ihr seht das, Freunde. Super. Das heißt, der müsste auch bald rauskommen. Mei, fährt der Mare wieder mal durchs Getreide oder durch den Mais. Unglaublich. Da gibt es bestimmt ein paar Leute, die jetzt wieder die Hand vom Kopf zusammenschlagen und... Oh, der fährt unrealistisch. Ganz ehrlich, bei Modvorstellungen scheiße ich da drauf. Da geht es darum, den Mod zu präsentieren und nicht perfekt zu fahren. Ja, die... Der Ballen ist fast draußen. Wir haben die letzte Zeile vor uns und ich möchte behaupten, der versucht den jetzt manuell auszugeben. Also ohne, dass ich was drücken muss, müsste der den eigentlich automatisch noch auswerfen. Aber wie gesagt, das zeige ich euch jetzt. Ja, jetzt ist es soweit. Der Ballen wird... Jetzt ist er raus. Wunderbar. Einen haben wir geschafft. Fast schon zwei. Und wie gesagt, jetzt können wir auch noch die Ballen manuell abladen. Ja, und das funktioniert wirklich einwandfrei. Also ihr seht, eine tolle Ballenpresse mit dementsprechenden tollen Funktionen. Ich werde hier 4 Sterne vergeben. Funktioniert alles so, wie es sein soll. Minimale Abstriche in der Textur. Modell ist eigentlich größtenteils relativ gut. Wie gesagt, Luft nach oben ist fast immer, aber ich will nur mal kurz von unten reinschauen. Nee, absolut in Ordnung. Also, okay, die Achsen sind zu schmal. Das sieht man hier, die Räder drehen sich im Leeren. Allerdings, ja, wie gesagt, was zu meckern gibt es immer. Aber generell kann man echt froh sein, dass dieses Teil hier veröffentlicht wurde. Und wie gesagt, ich möchte hier 4 Sterne vergeben. Dankeschön an den Black Sheep für dieses geile Fanpack. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen übermorgen bei neuen Folgen, neuen Let's Plays und neuen Modvorstellungen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.